Liebe Gäste, mein Name ist Christian Kaufmann von der Heusenstamm Stiftung. Ich weiß nicht, ob Sie uns kennen, eine kleine Einrichtung hier in Frankfurt am Main, die sich der Förderung der regionalen Kunst in der Region verschrieben hat. Kunst hat immer gesellschaftliche Relevanz und eine gute politische Kunst ist das Sandkörnchen im Getriebe der Macht. Selbst da, wo sie nur Zeichen des Widerstands aussenden kann, in Situationen, wo andere gesellschaftliche Formen des Widerstands nicht mehr greifen. Die Ausstellung von Sarah Nabil war Anlass und Ausgangspunkt des heutigen politischen Gesprächs hier in der Evangelischen Akademie. Ja, liebe Gäste, gesellschaftliche und politische Zustände fallen nicht aus dem Nichts, sondern lassen sich historisch be- und ergründen. Die Situation in Afghanistan aber hier aufzurollen, hätte den heutigen Abend komplett gesprengt. Und wir haben uns eigentlich von Anfang an darauf verständigt, dass wir hier heute Abend lediglich in Anführungszeichen nach der aktuellen Situation der Frauen dort fragen und danach, was getan werden kann und getan werden muss, um ihre Situation zu verbessern. Missing Afghanistan haben wir den heutigen Abend überschrieben, um ein Gefühl auszudrücken, das im Exil lebende wie dort gebliebene afghanische Frauen miteinander verbindet. Ganz herzlichen Dank an die Gesprächsrunde heute Abend, dass sie sich dieser Herausforderung annimmt, nämlich Eva Bitterlich von Medico International, Emran Feroz, freier Autor, Sarah Nabil, Künstlerin und Menschenrechtsaktivistin, Florian Hansen, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und hier gleich neben mir steht schon die Moderatorin des heutigen Abends, Theresa Weiß von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dem Frauenreferat Frankfurt Dank für die finanzielle Unterstützung sowie dem Förderverein des EFA. Ja, damit bin ich schon mit meiner kurzen Einleitung am Ende und liebe Frau Weiß würde an Sie übergeben. Ich bin gespannt auf den Abend. Ja, wunderbar, ich bin auch zu hören. Dann bitte ich doch zuerst mal mein Podium auf die Bühne. Sarah Nabil, Emran Feroz. Eva Bitterlich und Florian Hansen. Liebes Publikum, guten Abend auch von mir. Ich bin Theresa Weiß, das haben Sie schon gehört und auch unser Podium wurde Ihnen schon vorgestellt. Jetzt sitzen Sie hier in der Reihenfolge, wie ich es eben schon gesagt habe. Möchte ich das Gespräch mit einer Frage an Sie, Sarah Nabil, beginnen. Sie haben selbst Afghanistan verlassen, schon vor einiger Zeit. Aber warum haben Sie sich für diesen Schritt entschlossen? Okay. Ja, ich habe Afghanistan 2015 verlassen. Ich musste das verlassen, weil die Leute, die gerade die Macht haben in Afghanistan, sie haben auch damals in Afghanistan schön sehr aktiv geworden, speziell nach 2014, als die Weltcommunity entschlossen, dass sie wollen und auch die USA wollen, so ihren Troops von Afghanistan so ausziehen. Und deswegen die Taliban jeden Tag so von dieser Situation so profitiert und jeden Tag so stärker geworden. Und sie haben mehrere so Attacke und so mehrere Bombenanschläge gemacht. Und bis sie auch einmal als Aktivistin und als Aktivistin, Frauenrechterin und auch als Künstlerin, ich war schon bedroht mehrere Mal, und bis sie einmal in einem Theater, dass wir alle da waren, so sie hat jemand sich auf den Luft gesprungen. Und das war für mich das Ende gekommen, meine Aktivität, weil ich konnte nicht mehr so da arbeiten. Entweder meine Aktivitäten weitergemacht, dann hätte ich mein Leben verloren. Und dann, ich musste das Land verlassen. Und habe gesagt, okay, besser, dass ich das Land verlasse und irgendwo anders gehe, dass ich so richtig stark arbeiten kann, stattdessen so hier bleibe für kurze Zeit und meine Stimme stumpf wird. Und ich habe das beschlossen, das Land zu verlassen und hierher kommen. Ja, hierher. So, ich bin erst nach Holland gekommen und dann von Holland nach Deutschland. Ja. Jetzt hat sich die Lage aber seit Ihrer Flucht trotzdem noch mal dramatisch verändert. Vor allem seit einem Jahr, seit die Taliban wieder vollkommen die Macht übernommen haben.
Emran Feroz, Sie waren zuletzt im Frühling dort im Land. Vielleicht können Sie uns ein bisschen berichten, wie Sie die Situation dort wahrgenommen haben, insbesondere natürlich für die Frauen. Wie leben die, ja, seit der Westen das Land komplett verlassen hat? Ja, hört man mich gut? Das ist ja ein bisschen komischer Mikro. Okay. ja, meine letzte Recherchereise nach Afghanistan war im Frühjahr, im März, April. Und es war ein sehr deprimierender Trip. Man konnte in Kabul die neue Taliban-Realität erfahren. Auch für viele Menschen, also für die Kabulis, die ich kenne, mit denen ich so unterwegs war und so, war das immer noch eine sehr ungewohnte Situation. Man hatte Angst und wusste immer noch nicht, wie man mit diesen neuen Herrschern, die jetzt unter anderem für die Sicherheit zum Beispiel in der Stadt verantwortlich sind, obwohl sie früher für solche Anschläge verantwortlich waren, wie Frau Nabil das gerade erwähnt hat. Das hat natürlich was extrem Paradoxes und auch Perverses. Man hat eben auf einmal diese Kämpfer überall in der ganzen Stadt. Also ich war auch in anderen Landesteilen unterwegs, aber um jetzt mal bei Kabul zu bleiben. Und die ganze Stadt war voll mit Taliban-Checkpoints. Also es waren überdurchschnittlich viele Checkpoints zu sehen. Und man hat auch gemerkt, wie problematisch das einfach im Alltag ist. Jetzt ist es natürlich so, ich bin ein Mann, ich habe einen Vollbart, also ich gehe da unter und ich bin ein Mann vor allem. Ein Mann nimmt das komplett anders wahr als eine Frau. Wie das Frauen wahrnehmen, konnte ich beobachten. Und natürlich habe ich auch dort Familie und Freunde und so und kann aus deren Erfahrungen, die ich auch wiedergegeben habe in meinen Recherchen und Reportagen, also ich versuche die einfach hier auch wiederzugeben. Ich habe zum Beispiel eine Tante im Norden des Landes, sie ist Lehrerin in Masarisch, die durfte dann, also sie dachte erstmal, das war es mit ihrem Job. Einige Monate lang war die Schule geschlossen, dann wurde sie wieder geöffnet und es gab erstmal einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass man sich dachte, so wie einige ja auch so diese Illusionen hatten vor einem Jahr, so das sind jetzt die neuen Taliban, Taliban 2.0 sind vielleicht netter und so und lassen uns in Ruhe. Und das war dann aber nicht der Fall, es gab erstmal eine ganz neue Kleidervorschrift und auch eine zunehmende Gender-Apartheid, wie ich das nenne. Also Afghanistan ist eine konservative Gesellschaft und es gab auch zuvor Trennungen und so, aber das wurde nochmal extrem verschärft, zum Beispiel in dieser Schule. Junge Lehrerinnen durften keine jungen Burschen mehr unterrichten und junge Lehrer durften keine jungen Mädchen mehr unterrichten. Also es war immer dieser moralische Verdacht im Raum, dass da etwas passieren kann. Und das wurde auch durchgesetzt und gleichzeitig wurde auch im Lehrplan eingegriffen und so weiter und so fort. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Was besonders traurig war während meiner letzten Reise, war der 22. März. Das war der Tag eigentlich, an dem die Taliban versprochen hatten, dass die weiterführenden Schulen für Mädchen wieder geöffnet werden, also die 7. bis zur 12. Klasse, die fast im gesamten Land gesperrt ist für Mädchen, seit die Taliban zurück sind. Und an diesem Tag sind junge Mädchen wieder zur Schule gegangen und hatten sich gefreut, weil angekündigt wurde, dass das jetzt normal weitergeht. Und was geschah dann? Bewaffnete Taliban-Kämpfer haben diese Mädchen vor den Schulen aufgehalten und wieder nach Hause geschickt. Und das war ein extrem traumatisierender Tag für viele Afghaninnen und Afghaninnen im Land, außerhalb des Landes. Aber vor allem, wenn man da durch die Straßen gegangen ist und das gesehen hat, dann ist man überhaupt nicht, also mir fiel es sehr schwer, damit klarzukommen. Und seitdem hat sich auch nichts geändert. Also dieser Alltag besteht weiterhin. Ansonsten, ich will es kurz halten, ich könnte Ihnen jetzt stundenlang irgendwas erzählen, aber ansonsten sieht man auch, wenn man Cafés, Restaurants und so in der Stadt besucht, ich saß in einem Café, was ich sehr oft besucht habe, und plötzlich sind zwei Taliban-Kämpfer reinmarschiert. Also in diesem Café gab es eine Männersektion und eine Frauensektion. Früher war das alles ein bisschen durchmischt und es war ganz gesellig und Musik lief. Musik, muss man jetzt auch mittlerweile aufpassen an den Checkpoints.
Und dann sind diese zwei Taliban, die wohl Sittenwächter waren, die sind da einfach reinmarschiert und direkt in die Frauensektion rein. Und es war eine extrem unangenehme, angsterfüllte Stimmung, weil ich saß da, irgendein Freund von mir saß da, andere junge Männer, also alles Schüler und Studenten und so, die saßen dort und niemand wusste, was jetzt passiert. Und dann hat zum Glück dieser Kaffeebesitzer eingegriffen, der hat sie runtergeholt, hat sie auch ziemlich zur Sau gemacht und rausgeschmissen. Okay. Aber das sind halt Sachen, die jetzt, die auch seit meinem Besuch wieder zunehmend Teil der Realität geworden sind. Und das war jetzt auch nur ein kleiner Teil, den ich jetzt so wiedergegeben habe. Ja, Frau Bitterlich, Sie sind ja mit Medico, mit Frauen verbunden, die sich vor dem August letzten Jahres noch getraut haben, in Afghanistan sich wirklich für Frauenrechte einzusetzen und die jetzt unter diesen Bedingungen, von denen wir jetzt gerade schon gehört haben, das nicht mehr tun können. Können Sie mal so ein bisschen erzählen, wie es den Frauen geht, die das Land verlassen mussten? Ja, vielleicht zunächst nochmal. Also ich danke Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben, aber ich kann tatsächlich diese Vertretung und die Repräsentation von Frauen, wie wir sie gerade gehört haben, überhaupt nicht übernehmen. Also man kann sich überhaupt nicht vorstellen, oder ich kann mir nicht vorstellen, was es bedeutet, derzeit in Afghanistan zu leben. Nichtsdestotrotz ist alles, möchte ich einfach sagen, was ich habe den Namen jetzt vergessen, was im Film eben von Frau Nabil gesagt wurde, alles richtig. Und das höre ich im Endeffekt von den Frauen, die wir derzeit unterstützen, die derzeit im Untergrund sind, hören wir täglich und jeden Tag. Und ich würde es vielleicht einfach noch mal ganz kurz wiederholen. Ferus hat das gerade auch schon angesprochen. Es ist so, dass sie nicht in der Lage sind zu fliehen. Und dafür sind wir auch hier verantwortlich. Das heißt also, alle Fluchtrouten sind geblockt, auch nach Iran und nach Pakistan lässt sich nicht mehr fliegen, sondern es lässt sich teuer ein Visum kaufen und dann wird man aber auch relativ schnell wieder zurückgeschoben. Das heißt, dass natürlich nach Deutschland und Europa die Fluchtrouten dicht sind, das wissen wir ja. Das heißt, diese Verantwortung der NATO-Staaten, der ehemaligen Militärintervention tragenden Staaten, ist für die Frauen und weiblich gelesene Menschen, sage ich jetzt mal grundsätzlich aus dem LGBTIQ-Sektor, ist nicht zu verstehen. Und das ist schmerzlich für mich, das immer wieder zu vermitteln, nein. Ich kann das erklären und ich kann es hier in die Welt bringen. Es passiert nicht, es interessiert niemanden, es ist egal. Und das finde ich, und das ist eben für Frauen, die dafür kämpfen und die immer noch auf die Straße gehen, auch jetzt noch, sehr, sehr schwer zu verstehen, dass es nicht braucht, immer mehr Informationen, sondern die Informationen sind alle da. Und das macht zumindest die Frauen, mit denen ich spreche, es sehr schwierig zu verstehen. Und es bringen sich Leute um, es ist eine hohe Selbstmordrate. Ich kann vielleicht noch mal kurz wiederholen, was ja schon gesagt worden ist. Das heißt, es gibt eine extreme Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Es muss immer ein männlicher Verwandter mitgehen. Öffentliche Verkehrsmittel können nicht benutzt werden. Öffentliche Gebäude dürfen nicht betreten werden von Frauen alleine ohne einen männlichen Verwandten. Wenn häusliche Gewalt stattfindet, ist es so, dass die Taliban grundsätzlich sagen, ja, da sind wir natürlich dagegen. Aber wenn praktisch eine Frau ohne einen männlichen Verwandten gar nicht das anzeigen kann oder mit dem gleichen zur Stelle geht oder zur polizeilichen Stelle gehen kann, ist es praktisch nicht möglich. Dann ist es so, dass ich hatte mir Notizen gemacht, damit ich nichts. Achso, der Zugang zur Bildung, das haben Sie ja auch schon gesagt, Herr Ferros, ist extrem eingeschränkt. Die Beschränkung der medizinischen Versorgung, es darf nur eine weibliche Ärztin behandeln, die muss gefunden werden, es muss auch wieder ein männlicher Verwandter mit dabei sein. Das ist also auch aussichtslos. Es gibt auch keine psychologische Unterstützung, keine Beratungsstellen. Alle Frauenhäuser sind geschlossen worden. Diejenigen, die in den Frauenhäusern noch waren, zum Großteil inhaftiert, das hat Frau Nabil
Lea auch schon gesagt. Und dann nicht zu vergessen die extreme humanitäre Krise, die Ernährungskrise, also praktisch der Hunger. Also 95% wird ja auch immer wieder in den Medien gesagt, der Menschen hungern, und 100% der Frauen vorstehenden, würde ich sagen, Familien hungern natürlich, weil zum Teil gibt es jetzt Provinzen, wo auch tatsächlich es nicht mehr erlaubt ist, dass Frauen alleine einkaufen gehen. Und alles das, ja, dagegen wird natürlich protestiert. Ja, aber ich lasse es vielleicht jetzt erstmal dabei, genau. Ja, dagegen wird protestiert noch, aber Sie haben eben auch, und zwar ziemlich emotional auch gesagt, aber da die Welt guckt irgendwie nicht mehr hin, und obwohl die Informationen vorhanden sind, scheint es nicht zu interessieren. Jetzt ist es ja, muss man ehrlich sagen, nicht so, dass sich keiner interessiert. Wir sind heute hier, und meine nächste Frage möchte ich an Herrn Hansen richten, denn Florian Hansen von der GIZ ist verantwortlich für ein Projekt, das sich für einen besseren Zugang zu Rechtsstaatlichkeit, Verbesserung von Rechtsstaatlichkeit in Afghanistan einsetzt. Herr Hansen, vielleicht können Sie mal kurz erklären, vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gehört haben, wie kann so ein Projekt überhaupt funktionieren? Das ist eine gute Frage, ja. Also das ist ein Projekt, das läuft schon länger in Afghanistan, und wir standen dann nach dem August vor der Situation, dass die Aktivitäten, die geplant waren eigentlich für dieses Jahr, komplett über den Haufen geworfen werden, und wir müssten eigentlich nochmal neu anfangen, das zu denken. Wir haben in der Vergangenheit, haben wir eng mit staatlichen Partnern zusammengearbeitet, mit dem Justizministerium, haben Kapazitäten aufgebaut im Frauenministerium. Das Frauenministerium ist mittlerweile abgeschafft, aufgelöst. Mit dem Justizministerium arbeiten wir nicht mehr zusammen. Und jetzt ging es darum, wie können wir basisnah und für Zielgruppen direkt den Zugang zur Justiz verbessern. Und da standen wir vor riesigen Herausforderungen. Das geht los bei der Frage, welches Recht gilt eigentlich gerade. Wir haben da so verschiedene Strömungen und verschiedene Phasen seit dem 15. August. Erst sollte es eine Kommission geben beim Justizministerium, der de facto Machthaber, in denen die bestehenden Gesetze überprüft werden auf ihre Vereinbarkeit mit der Scharia. Dann ist zwischenzeitlich eine Kommission eingerichtet worden von den de facto Autoritäten, die sozusagen Case Law, also Fallbeispiele sammeln sollen aus dem Scharia-Recht, und gucken soll, inwieweit findet das Anwendung. Gleichzeitig wurde die unabhängige Anwaltschaft aufgelöst, die bestand und die Anwältinnen lizenziert hat, und das Ganze wurde auf das Justizministerium übertragen. Dort wurden zwar mittlerweile neue Lizenzen ausgegeben, mein letzter Stand war so um die 800, aber zum Beispiel keine Lizenzen für Frauen, für Anwältinnen. In dieser Situation, insbesondere für Frauen in Not, Rechtsbeistand zu organisieren, ist eine große Herausforderung. Wir arbeiten mit Zivilgesellschaft zusammen, die lizenzierte Anwälte haben, und dann wirklich im Einzelfall gucken muss, wie können diese Frauen unterstützt werden. Erstmal, wie schafft man Räume, wo diese Frauen überhaupt auftreten können und Hilfe suchen können, und wie sie dann unterstützt werden können. Das ist unglaublich kleinteilig geworden, weil man eigentlich in jedem Fall gucken muss, wie ist die Situation vor Ort, wie funktioniert Recht vor Ort, welche Richter sind dort eingesetzt, wie, welches Recht wenden die wie an, und wie kommen wir dann in dem Fall weiter. Also die Arbeit ist wesentlich kleinteiliger geworden, und man kann nicht mehr so ein großes System eigentlich unterstützen und auf so einem großen System aufbauen. Frau Bitterlich, denken Sie, dass dieses Engagement Ihren Frauenrechtsaktivistinnen hilft? Ja, das wäre natürlich zu hoffen. Also das ist wahrscheinlich so, vielleicht kann der Herr Ferros auch noch was dazu sagen. Also so wie mir es bekannt ist, ist das ja in den Provinzen und in je nach Region sehr, sehr unterschiedlich. Und dass halt gerade diese Scharia ja nicht eins zu eins umgesetzt wird, sondern dass tatsächlich ist ja das Problem ist, dass es eine große Willkür gibt. Es gibt ja eigentlich nur Verordnungen. Es gibt eigentlich meines Wissens keine wirkliche Verfassung. Es gibt Verordnungen, die entweder angewandt werden oder nicht. Und die Scharia gibt ja eigentlich sogar die Möglichkeiten auch von Schutz und von auf einer gewissen Weise, ist natürlich nicht viel, aber wenn man
die Scharia genau anwendet, hat sie ja gewisse Schutzmöglichkeiten vor Gericht. Und so wie mir es bekannt ist, ist das ja gerade das Problem, dass die halt völlig ausgehebelt werden und man im Endeffekt je nach Provinz oder je nach Taliban das anwendet oder eben nicht. Und da, wenn man da natürlich weiterkommt, dass wenigstens eine gewisse, ja, also meine Frage wäre natürlich, mit wem Sie da verhandeln, weil das ist ja tatsächlich sehr, sehr schwierig in Kabul oder in verschiedenen Provinzen oder mit den Provinzgouverneuren. Das stelle ich mir jetzt sehr herausfordernd vor. Ja. Wollen Sie gleich dazu mal kurz antworten? Das ist gut, ja. Ja, also die Organisationen, mit denen wir arbeiten, machen das über Kontakte vor Ort. Ja. Die kennen dann Richterinnen und Richter, die dort eingesetzt sind und können dann im Einzelfall dort Lösungen herbeiführen. Mhm. Aber wie gesagt, das funktioniert sehr einzelfallbezogen. Okay. Ja, Herr Ferros, kommentieren Sie doch gerne mal. Sie waren ja eben auch in den Provinzen unterwegs und wissen, dass es da auch vielleicht ein bisschen anders aussieht. Ja, also ich respektiere die Arbeit und finde, Sie machen sicher, das ist sicher ernst gemeint und gut gemeint und ich weiß das zu schätzen, deshalb seien Sie mir jetzt nicht böse, wenn ich das sage, aber die höchsten islamischen Rechtsgelehrten der Welt haben die Taliban für verschiedene Dinge, die sie in den letzten Monaten gemacht haben, kritisiert und die, vor allem in Sachen Mädchenbildung und so. Also selbst die eigenen Gelehrten der Taliban aus der Deobandi-Schule, der die Taliban entstammen, haben die Taliban ausdrücklich kritisiert für ihr Vorgehen. Und die Taliban hat das nicht interessiert. Denken Sie, dass sie sich darum scheren, dass irgendwelche Deutschen denen über die Scharia erzählen? Also wir erzählen auch nichts über die Scharia. Sie wissen, worauf ich hinaus will, ja. Also ich denke, es ist wichtig und das ist was wir machen, dass wir gucken, wo sind Räume, ja, wo sind Spielräume und wo können wir dort intervenieren über zivilgesellschaftliche Partnerorganisationen. Das geht sicher. Ich warte noch mal kurz. Tut mir leid, das ist nicht das Problem. Jetzt nicht mehr atmen. Also Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass wir da hinkommen und irgendwas erzählen, sondern wir gucken, welche zusammen mit den Partnern vor Ort, mit den Organisationen, mit denen wir arbeiten, welche Räume gibt es und wie kann man in diesen Räumen arbeiten und die Situation der Menschen vor Ort verbessern und insbesondere der Frauen und Mädchen. Ich möchte trotzdem noch mal auf einen anderen Punkt zurückkommen. Ich hatte ja Sie, Frau Bitterlich, so ein bisschen nach den Frauen gefragt, die auch Afghanistan verlassen haben. Klar, wir haben jetzt auch schon über die Situation vor Ort gesprochen, die natürlich für die Millionen Menschen, die dort noch leben, schrecklich ist. Aber auch die Menschen, die sich entschieden haben, Afghanistan zu verlassen, haben auch ein schwieriges Schicksal und stecken zum Teil ja seit Monaten fest, entweder in Pakistan, das haben wir auch schon gehört. Aber da unsere Veranstaltung heute Missing Afghanistan heißt, möchte ich auch noch mal kurz auf dieses Thema Exil zu sprechen kommen. Frau Nabil, Sie leben ja sozusagen im Exil und Ihre Ausstellung befasst sich jetzt auch damit, die gerade noch läuft. Wie fühlt sich das denn an? Ganz schwierige Frage, so wie fühlt sich an? Für mich, ich bin seit 7,5 Jahren hier in Deutschland, aber ich war immer auch so, ja, ich bin nicht so physisch in Afghanistan gewesen, aber ich bin immer da, so immer versucht, die Stimme von den Afghanen sein, nicht nur allein hier in Deutschland, überall, wo ich die Möglichkeit habe. Aber es ist schon für mich als ein Mensch und als eine Aktivistin, dass ich dies für die Rechte, für Menschen so einsetze und trotzdem immer wieder das so sehe, entweder ich arbeite für etwas zu verbessern, aber wir sehen, dass jeden Tag der Weltlage hat sich verschlechtert und noch, es wird noch schlimmer, gerade mit dem Krieg in der Ukraine, in Afghanistan, so ja, jetzt nochmal so 100.000 Menschen so exiliert worden. Und ich muss sagen, Exil ist nicht schön. Ja, es hat so Vorteile und Nachteile, wie ich auch mit in meiner Arbeit so gesagt. Aber ich muss sagen, es ist nicht einfach. Ja. Muss man mit vielen Sachen so
Deal. Und trotzdem beschäftigen Sie sich natürlich immer wieder noch mit Afghanistan, auch in Ihrer Arbeit. Ist das sozusagen der Beitrag, den Sie versuchen zu leisten, damit eben doch was passiert und damit vor Ort sich was ändert? Oder wie könnten Sie sich vorstellen, wie kann das funktionieren, wenn wir jetzt gehört haben, dass die Informationen an sich ja irgendwie vorhanden sind, aber offensichtlich nicht zünden? Ich bin ein positiver Mensch und ich bleibe immer positiv, aber nicht jetzt mit dem, was gerade in Afghanistan passiert und die Taliban-Regime oder diese de facto Regime. Aber meine Hoffnung ist, die Leute, die in Afghanistan sind, wenn ich jeden Tag die Frauen sehe, dass sie trotz aller Probleme, trotz aller Gefahr, dass trotzdem sie haben, wenn sie draußen gehen und wenn sie, wie mir auch zeigen, wie sie auch mehrmals berichtet haben, das Haus verlassen, das heißt, sie wissen nicht, ob sie zurückkommen sind und man weiß nicht, welches Schicksal erwartet für sie. Und wenn ich dieses Mut von den Frauen sehe und wenn ich die Mut von den Leuten sehe, dass sie, und wie auch die Frau Köstern hier gesagt, dass sie wettkämpfen und sie werden nicht aufgeben. Ich habe nicht damals so aufgegeben. Und das ist die Hoffnung. Und ich werde so, wenn ich so dieses Mut und diese Stimme und Engagement von diesen Leuten sehe, das ist meine Hoffnung. Und ja, das ist die Afghanistan-Bevölkerung. Was ist so sehr schade und was mich auch so traurig macht, dass gerade was die Weltcommunity für sich ein Narrativ gebaut und sie sehen nur das Taliban als einzige Hoffnung und sie sagen die ganze Zeit, bis die Taliban sich ändern, bis die Taliban sich ändern. Aber wir sehen, das passiert nicht. Als die Verhandlungen in Doha in Katar angefangen ist in 2019, wir haben schon dieses Verdacht. Oder wir haben auch mehrmals gesagt, okay, Frieden in welcher Kost? Im Kost von Frauen. Und das ist schon so geworden, so die, dass es so realisiert wurde. Und jetzt auch die ganze, was so sehr schrecklich ist, dass die ganze World Community sieht nicht die Afghanen als eine Hoffnung oder als einen ihren, wie sagt man, Partner, sogar sie sehen die Taliban. Und die einzige Hoffnung von denen ist, dass die Taliban sich ändern. Das ist so ein total... Ich glaube, es ist auch kein Ideal, weil die Taliban ändern sich nicht. Mhm. Und das ist, bis wir nicht dieses Narrativ so ändern, dann, ich glaube, die Situation ändert sich nicht und wird noch schlimmer und wird noch schlimmer als jetzt. Ja. Herr Feroz, als wir uns vorher kurz darüber unterhalten haben, worum es heute Abend gehen wird, da haben Sie zu mir gesagt, dass es Ihnen nicht so ganz schmeckt, dass sich die Weltöffentlichkeit jetzt so sehr auf die Taliban konzentriert, genauso wie Frau Nabil das eben beschrieben hat. Was denken Sie? Gucken wir da zu sehr einfach nur auf die Machthaber und warum ist das ein Problem? Ja, ich denke, was wir halt seit August 2021 vor allem beobachten, ist, wie sich die Verantwortlichen, also die Akteure im sogenannten Westen, die in Afghanistan involviert waren, sich in vielerlei Hinsicht reinwaschen wollen und nicht akzeptieren wollen oder es verdrängen zumindest, dass sie für die jetzige Situation in großem Maße mitverantwortlich sind. Frau Nabil hat schon die Gespräche in Katar angesprochen mit den Taliban. Sie müssen bedenken, also die letzten zwei Jahrzehnte haben sehr gut verdeutlicht, dass es in Afghanistan nie wirklich um Demokratie oder Frauenrechte, Menschenrechte und so weiter ging, sondern es war immer an gewisse Machtinteressen gebunden und irgendwann war in Washington und anderswo es einfach so weit, dass man sich gedacht hat, okay, vielleicht passt es besser, wenn wir jetzt mal den Partner wechseln und mit den Taliban sitzen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich denke, dass der Krieg in Afghanistan, der viele Facetten hatte, um diesen Krieg, damit dieser Krieg ein gutes, positives Ende gefunden hätte, hätte es einen interafghanischen Dialog geben müssen, man hätte alle Akteure an den Tisch bringen müssen, man ist ohne Plan in Afghanistan einmarschiert, aber am Ende ist man auch ohne Plan wieder abmarschiert. Und was während dieser Gespräche dann passiert ist, war das, dass man eben irgendwann sich gedacht hat, okay, wir
Also die Taliban haben gesagt, wir wollen mit euch auf selber Augenhöhe verhandeln und diese ganzen anderen Gespräche mit der Zivilgesellschaft, mit anderen Akteuren. Also auch innerhalb der alten afghanischen Regierung der gefallenen Republik gab es genug problematische Akteure. Es gab Warlords, Menschenrechtsverbrecher, Drogenbarone und so weiter, die alle in diesem politischen Geschehen das Sagen hatten. Und sie waren ein Teil des Ganzen, so wie die Taliban. Und man hätte irgendwie eine Lösung finden sollen. Das wäre natürlich, hätte länger gedauert und wäre auch nicht so einfach gewesen. Aber am Ende hat man gesagt, okay, ihr wollt, dass wir nur mit euch sitzen, dann sitzen wir halt nur mit euch und unterschreiben nur mit euch diesen Vertrag. Das ist dann passiert und dann haben die Taliban-Angriffe auf US-Stützpunkte aufgehört, während die afghanische Armee, afghanische Sicherheitskräfte weiterhin angegriffen wurden. Das hat natürlich auch in vielerlei Hinsicht die Moral dieser Armee geschwächt und das, was dann am 15. August eingetreten ist und in den Tagen darauf, also dass das so schnell stattfindet, hat viele überrascht, aber spätestens mit der Unterzeichnung dieses Abkommens war klar, dass dieser Tag irgendwann so kommen wird. Herr Hansen, als Vertreter der GIZ, die ja vielfältig auch engagiert war, stimmen Sie dem zu, dass man da eine andere Lösung hätte finden können, so wie Sie da das Engagement vor Ort erlebt haben? Also wir sind losgekoppelt von militärischen Einsätzen und Entscheidungen dort. Und wir setzen dort die Projekte um, die öffentlichen Auftraggeber, in der Regel BMZ und Auswärtiges Amt, dort umsetzen möchten. Wir haben schon, würde ich mal sagen, in der Entwicklung des Portfolios in den letzten Jahren die Richtung angepasst und haben auch versucht, näher mit Zielgruppen zusammenzuarbeiten. Das war dann aber sozusagen, hat uns dann die politischen Entscheidungen überholt. Und da hatten wir dann leider auch keine Einflussmöglichkeiten. Ja, jetzt haben wir auch schon mehrfach die Kritik gehört, dass die internationale Gemeinschaft, aber auch die ehemals am Krieg beteiligten Parteien sich jetzt irgendwie mit dieser Entscheidung, mit dem Abkommen von Doha abgewandt haben, dass das Interesse und die Aufmerksamkeit abnimmt. Herr Feroz, ich möchte noch mal kurz auf Sie zukommen. Sie sind ja als Journalist dort und berichten. Finden Sie, dass es gerecht ist, das zu sagen, dass die öffentliche Aufmerksamkeit sich nicht mehr so auf Afghanistan fokussiert? Ja, mein Arbeitsalltag ist natürlich komplett darauf ausgerichtet, dass es nicht so ist. Und ich muss sagen, dass ich vor allem, also seit August 2021 war dann das Interesse doch wieder sehr stark da, für so vier bis sechs Wochen. Also ich kann Ihnen das ganz einfach zeigen, ich habe das jetzt nicht vorbereitet, aber anhand meines Kalenders könnte ich Ihnen das zeigen. Anhand von Interviewanfragen und so weiter sieht man sehr stark, wann das Interesse groß war und wann nicht. Ich würde nicht sagen, dass es komplett verschwunden ist, aber es gab Zeiten, es gab auch viele Kollegen und Kolleginnen in Redaktionen, die ganz bewusst gesagt haben, wir haben uns diesmal gesagt, also ich arbeite ja frei, und die meinten dann auch ganz bewusst zu mir, wir wollen diesmal Afghanistan nicht vergessen. Und ich glaube Ihnen auch, also sobald eine Möglichkeit da ist, veröffentlichen die auch meine Arbeit oder die von anderen Menschen, die darüber irgendetwas produzieren. Aber es ist natürlich so, und das seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, das Interesse einfach weggefallen ist. Und das ist ja bis zu einem gewissen Grad meiner Meinung nach vielleicht nachvollziehbar, weil halt Menschen und Gesellschaften so ticken und der Medienkonsum halt auch so ist, wie er ist. Ich meine, für mich war damals im September 21 auch klar, dass Ende September viel weniger darüber gesprochen werden wird, weil damals Bundestagswahlen. Und danach gibt es wieder Corona, also so ist halt dieser Flow und so ist der Medienkonsum. Aber was mich dann schon geärgert hat, war, dass vor allem im Kontext des Ukraine-Krieges jene, die Afghanistan also hier und da erwähnt haben, auch jetzt in irgendwelchen TV-Talkshows und so, dass die dann plötzlich gesagt haben, ja, wir sind jetzt mit der Ukraine erstens, weil die Menschen dort alle so aussehen wie wir, weil das weiße Christen sind.
Und weil diese Menschen dort ihre Heimat verteidigen, während die feigen Afghanen das halt nicht gemacht haben und deshalb selber schuld. Das hat mich schon sehr geärgert. Ich habe dann dazu auch so einiges geschrieben. Und ja, ich glaube, ich brauche nicht erklären, wieso mich das geärgert hat. Nee, das müssen Sie nicht. Aber ich finde es bemerkenswert, dass man Ihnen das ins Gesicht gesagt hat. Nee, mir nicht. Das war bei Plasberg im Fernsehen. Ah, okay. Also während einer TV-Talkshow und auch in internationalen Medien wurde das so suggeriert. Ja. Und eben, also das war dann schon ziemlich schockierend eigentlich. Ja. Ja, eine andere Gruppe, über die wir auch schon ein, zwei Mal gesprochen haben, die auch nicht aufgibt und nicht müde wird, sind ja Frauenrechtlerinnen, die Afghanistan verlassen haben. Frau Bitterlich, vielleicht können Sie noch mal kurz erzählen. Es gibt ja eine Gruppe, mit denen Sie mit Medico zusammengearbeitet haben. Wenn ich mich nicht täusche, sind die komplett nach Kanada ausgewandert. Mhm. Wie arbeiten die jetzt remote? Mhm. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zur Flucht und auch vielleicht das, was unsere Bundesregierung auch verbockt hat. Also das Ortskräfteverfahren beinhaltet nämlich nur die Ehegatten und die minderjährigen Kinder. Und eigentlich, haben vielleicht viele hier im Saal mitbekommen, gab es halt am 15. August 2021, ab dem Zeitpunkt habe ich dieses Wort Liste so oft gehört seitdem. Es heißt also, es wurde versucht, dass jegliche MitarbeiterInnen von der Bundeswehr, von der Bundesregierung und so weiter in dem Ortskräfteverfahren aufgenommen werden, dass sie halt praktisch unterstützt werden, evakuiert zu werden. Und da sind also viele Nichtregierungsorganisationen und auch wir, die also ein Projekt hatten zusammen mit dem BMZ, also praktisch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit dieser Organisation. Das ist eine Menschenrechtsorganisation und wir haben sie da drauf gesetzt. Allerdings wissen Sie auch, es gab die Flughafenbilder und es ging da nicht weiter und viele, viele sind dann in diesem Augenblick nach Pakistan illegal geflohen und haben dann versucht, über die deutsche Botschaft oder deutsche Konsulate in Islamabad und andere nach Deutschland zu kommen, über dieses Ortskräfteverfahren-Ticket. Allerdings sind dann natürlich nicht nur die Minderjährigen mitgereist, sondern natürlich alle. Also man lässt ja nicht den Schwiegervater, der schon älter ist, oder den Neffen, der 21 ist, zurück. Das heißt also, sie haben sich dann entschlossen, was sehr, sehr prekär war. Wir haben sie in der Zeit unterstützt, weil man natürlich auch jederzeit von Pakistan wieder abgeschoben werden kann. Also es handelt sich auch um eine Minderheit, die insbesondere auch sehr auffallend ist in Pakistan. Die meisten von denen, nicht alle, gehören auch der hazarischen Minderheit an. Und sie haben es irgendwie geschafft und haben einfach versucht, weil sie auch schon mal mit den kanadischen mit der Botschaft zusammengearbeitet, dort praktisch hinzubekommen. Und das einfach nochmal zur Erklärung, warum sie in Kanada sind und nicht in Deutschland, weil da nämlich alle mitkommen könnten. Also insgesamt 180 Personen, die jetzt in Kanada sind. Und die Frau Nabil hat das ja eben ganz gut beschrieben. Das ist natürlich der absolute Horror, wenn man eigentlich sein ganzes Leben dafür eingesetzt hat, für Demokratie und Menschenrechte. Und ich könnte jetzt die Arbeit beschreiben, versucht hat, zum Frieden beizutragen, die verschiedenen Opfergruppen des 40 Jahren Kriegs zusammenzutragen und miteinander zu verbinden, dass man plötzlich in Kanada sitzt. Und sie haben nicht aufgegeben. Das heißt, sie haben natürlich noch sehr, sehr viele Kontakte in Afghanistan und haben sich jetzt in den letzten Jahren darum gekümmert, dass es, also da gibt es auch Dokumentationen, wer da Interesse dran hat, gerne, das gebe ich gerne weiter, und zwar über die verschiedenen Menschenrechtsverletzungen, die in 5 Provinzen, insbesondere in Zentralafghanistan, in den Monaten seit September bis 6 Monate, Mai, also ein bisschen länger verübt worden sind, das gesammelt, weil das natürlich keiner festhält. Das heißt, wer kann denn irgendwann mal in 5 Jahren sagen, was geplündert worden ist, welches Haus, wer inhaftiert worden ist, welche Ländereien einfach aberkannt worden sind im Eigentum. Es werden religiöse Steuern erhoben, unrechtmäßig. Also es sind halt unnatürlich Menschen inhaftiert, die sich in irgendeiner Weise gegen die Taliban setzen. Und das alles haben sie also akribisch dann zusammengetragen von praktisch durch, also in Zeiten des Internets ist es natürlich möglich, auch Daten in gesicherter Form hin und her zu schicken, ohne dass eben die Kontaktpersonen aufgedeckt werden konnten in den 5 Provinzen, und haben das eben aufbereitet.
und sind dabei. Und es ist dramatisch, weil natürlich zeitgleich muss man sich dann mit der Schwiegermutter, muss man zum Arzt gehen in Kanada und sich da irgendwie zurechtfinden in dieses Leben. Und eigentlich möchte man da gar nicht sein. Ja, schon sehr schwierig, aber ich sehr, sehr beeindruckend, dass Sie noch weitermachen und eigentlich nichts anderes machen wollen. Herr Hansen, könnten Sie diese Daten, könnten Sie das nutzen? Könnten Sie irgendwas bewegen, um da diese Rechtsbrüche, von denen wir hier hören, zu ahnden? Also vor Ort sehe ich da im Moment keine Möglichkeit. Es gab, wenn ich das richtig sehe, gab es vom Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs gab's einen Versuch, dass Ermittlungen in Afghanistan stattfinden, zurückliegend auch für Verbrechen der Taliban, aber auch Regierung und der Amerikaner, was dann von der Vorverfahrenskammer gekippt wurde. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass das dokumentiert wird und dass man dadurch auch gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt in Reconciliation-Prozess irgendwann kommt und die Daten genutzt werden. Aber im Moment sehe ich keine Möglichkeit vor Ort, wie diese Daten genutzt werden könnten, zu Strafverfolgung zum Beispiel oder zur Opferwiedergutmachung. Bevor wir jetzt vielleicht dann demnächst das Podium auch öffnen für Fragen aus dem Publikum, würde ich gerne noch eine kleine Abschlussrunde machen und Sie alle vier um eine möglichst knappe Antwort auf eine Frage bitten, die, glaube ich, sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Und zwar, wie Sie ganz konkret glauben, wie wir hier aus Deutschland heraus Frauen in Afghanistan unterstützen können, ohne dass zum Beispiel einfach Geld in die Kassen der Taliban fließt oder ohne dass es nur Windowdressing ist. Haben Sie eine konkrete Idee, eine konkrete Forderung? Mögen Sie anfangen, Frau Nabil? Ja, bevor ich zu diesem Punkt komme, also ich glaube, jeder weiß, dass Afghanistan braucht eine politische Lösung. Und Deutschland als einem Land, der so sehr stark beteiligt war, so in den letzten 20 Jahren, könnte so mehr auch jetzt eine Rolle spielen. So. Und nicht allein Deutschland, die ganze Welt-Community. Und sie mussten eine Lösung finden. So, ohne diese politische Lösung, wir können nicht so andere Wege gehen. So. Und ich bekomme häufig diese Frage, wie können wir die Afghanen in Afghanistan unterstützen, ohne dass so dieses de facto Regierung so oder die Geld, so diese Schick oder diese Stabilizing so die Regierung. Wenn man ist es nicht möglich, so in vielen Sinne, so ist es nicht möglich. Trotzdem, sie werden unterstützt, somehow so. Und deswegen, wir brauchen wirklich eine Lösung. Und wir haben wirklich so seit ein Jahr und fast knapp 2 Monate, dass diese Terroristen haben das Macht in Afghanistan. Und das ist genug Zeit. So, warum warten wir immer noch? Ich meinte die ganze Welt-Community, die auch in den letzten 20 Jahren war. So. Das reicht so. Sie müssen so praktische Wege gehen. Und das hilft uns nicht. Ja, die Leute, so, die hungern jetzt. Sie werden so mehr als 25 Leute, so vielleicht in den nächsten Winter. Es ist so schwer, das zu sagen. Sie werden sterben. Aber das hilft auch nicht. So, wie lange nur so die so mit diesem humanitären Helfer, so, die vielleicht füttern, aber also gar keine Lösung. Es gibt, ich muss auch etwas sagen, es gibt so eine Studie, das zeigt so, sie haben diese Studie gemacht in Afghanistan in 34 Provinzen und die haben die Leute gefragt, was ist für sie wichtig, Frauenrecht, füttern. Und die Frauenrecht ist am ersten Stelle. Vielleicht niemand glaubt, weil es gibt ein ganz falsches Bild von Afghanistan und ein ganz falsches Narrativ, das bis heute Tag in Medien in den letzten 20 Jahren gegeben und heute Tag auch. Und jetzt, wenn wir von Afghanistan reden, niemand sagen, oh, die Leute verhungern und wir müssen die füttern. Nein, die müssen sie füttern in erster Stelle vielleicht, aber trotzdem, es gibt noch wichtige Sachen für die Leute, die in Afghanistan sind. Die haben die Frauenrecht in erster Stelle, so mehr als 80% der Leute, die Bildung und die Frauenrecht war am ersten Stelle und dann die füttern. Es ist total, wenn ich so das sage, vielleicht sie glauben nicht, aber ich kann auch dieses Research so mit ihnen so teilen. So, man sieht, was ist das Priorität für die Leute. Wir müssen von Afghanen hören, was sie wollen. Und nicht mehr dieses gleiche Fehler, das in den letzten 20 Jahren gemacht wurde, das so gleich machen. Und sagen, die hungern, wir müssen so helfen, wie wir vor 20 Jahren das gesagt haben, so mit anderen Sachen. Nein, sie brauchen andere Sachen. Jetzt, die Priorität hat sich geändert.
die Afghanen, ja, sie hungern, aber trotzdem, sie wollen die Rechte haben, wie auch sehr gut die Frau Köstern hier geschrieben. Sie wollen das Recht zum Bildung, zur Freiheit, alles haben. Und auch zu der ersten Frage, die Sie vorher mir stellen haben, so wie fühlt sich das Exil? Ich glaube, jeder Mensch hat das Recht, frei zu leben. Und deswegen, Exil ist nicht schön. Ich kann als ein Mensch überall ganz frei sein, warum ein Exil? Aber leider, jetzt bin ich im Exil. Und man weiß so, warum Exil ist nicht schön. Weil ich kann oder ich darf und ich muss als ein Mensch frei so leben, nicht im Exil zu leben. Und dieses Exil bringt auch so diese Beschränkung. So, und ja, politische Lösung. Okay, aber schnell, bald möglich. In dem Druck auf die Taliban ausgeübt wird? Auf jeden Fall. Wir müssen so gucken, so erst, das kommt alles von diesem Doha-Agreement. Was ist da geschrieben, was sie veröffentlicht haben? Das ist nur ein kleiner Teil, das wir alle vielleicht wissen, auch vielleicht viele nicht wissen. Aber es gibt auch viel anderes, das alles so hinter geschlossenen Türen beschlossen haben oder geschlossen haben. Und müssen wir dafür, das ist unser Recht, das zu erfahren, warum in 6 Tagen ein Land zerstört wurde und im Land und so die Taliban kommen. So, die Leute, die Länder, die in diesem Prozess beteiligt waren, sie, mindestens wenn sie sich nicht fühlen, für die Afghanen verantwortlich zu sein, mindestens für ihren Bürger und Bürgerinnen, weil die Bürger und Bürgerinnen haben die ganze Zeit das unterstützt und das auch, dieses, wenn wir von den Milliarden so sprechen, das sind von diesen Bürgern. Mindestens, ja, sie nehmen die Afghanen nicht wahr, sie geben kein verantwortlich für die Afghanen, aber mindestens, ich hoffe, dass dieses Regierungen fühlen sich, oder ihr Bürger, ihr müsst von ihrer Regierung zu fragen, warum ist es passiert so, dass sie 20 Jahre in einem Land ohne, wie sagt man, ohne eine Bedingung so unterstützt haben und dass es in einem Tag so drastisch sich alles geändert hat und die jetzt, Taliban plötzlich ja, wieder an der Macht und warum sind, jetzt die Taliban sind als Partner oder wird als eine Hoffnung gesehen wird und nicht die 35 Millionen Leute. Hm. Ja. Herr Feroz, möchten Sie als nächstes? Ja, Frau Nabil hat schon viele wichtige Punkte genannt. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also ich denke, also um auf Ihre Frage zurückzukommen, dieser Spagat ist extrem schwierig. Ich denke, ja, er ist in vielerlei Hinsicht auch, also dass man den Menschen hilft an den Taliban vorbei, das wird ja immer wieder gefragt. Und natürlich wollen das viele nicht, aber ich verstehe, also ich sehe auch nicht so ganz, wie das dann in der Praxis aussehen soll. Ob wir es wollen oder nicht, die sind jetzt da. Und die sind auch gekommen, um zu bleiben. Der politische Wille für eine politische Lösung, die Frau Nabil erwähnt hat, dieser Wille muss ja da sein, seitens der internationalen Staatengemeinschaft und so weiter. Ich sehe diesen Willen aber nicht. Ich denke eher, dass das Vakuum, das der Westen zurückgelassen hat, von den Regionalstaaten eingenommen wird. Und wir wissen alle, dass diese ganzen Regionalstaaten selber Diktaturen sind, zum Teil oder ganz. Und ja, also was hat man da für große Hoffnungen von denen? Ich denke, dass der Moment für eine politische Lösung leider verpasst wurde. Und diesen Moment gab es damals vor 2 Jahren, 2,5 Jahren, als diese Gespräche ernster wurden, aber noch nicht in so einem Stadium waren, dass man dann komplettes Appeasement gegenüber den Taliban betrieben hat. Ich denke, dieser Moment wurde leider verpasst. Und natürlich hoffe ich auch sehr, dass das wieder irgendwie möglich wird, demnächst oder so bald wie möglich. Aber ich bin da leider etwas pessimistischer. Und die einzige Hoffnung, die ich aber habe, und da stimme ich Frau Nabil zu, sind die Menschen im Land. Die Menschen im Land, die Graswurzelbewegungen anführen können und die auch gar nicht unseren Rat irgendwie brauchen, sondern die weiterhin zeigen, dass sie resilient sind, dass sie sehr wohl zum Beispiel beim Thema Frauenbildung, das ist oft dieses Vorurteil, afghanische Männer, die machen das sowieso nicht. Und dann ist das leider auch in der innerafghanischen Debatte oft so, dass den anderen Ethnien irgendwie vorgeworfen wird, der sei progressiver und der sei konservativer und am Ende gehen die sich in die Haare. Aber wenn man das so anschaut, vor allem in den letzten Wochen, gab es in vielen verschiedenen Provinzen
egal von wem sie mehrheitlich bewohnt werden, Proteste für das Recht auf Bildung. Man sieht bärtige Männer mit Turban, die für die Bildung ihrer Mädchen demonstrieren. Und auch das bricht ein Narrativ, was es gibt. Bärtiger Mann mit Turban ist hier meistens irgendwie der Talib. So ist das aber nicht. Ja. Und an solche Sachen muss man die Hoffnung knüpfen. Und das mache ich dann auch. Also auch wenn ich dort mit den Menschen rede, ich klinge oft auch hier dann vielleicht wieder pessimistisch, aber die Menschen dort sind dann doch um einiges optimistischer. Und vielleicht können wir von ihnen lernen und nicht sie von uns. Mhm. Frau Bitterlich. Ja, ich würde die Frage jetzt auch vielleicht im Kleinen und im Großen beantworten. Erstmal wollte ich Herrn Ferros danken, das jetzt nochmal gesagt zu haben. Also das habe ich noch gar nicht gesagt. Also wir als Medico International haben eben eine Frauengruppe oder ein feministisches Netzwerk, was wir unterstützen, was eben seit dem 17. August auf den Straßen ist und für die Freiheit und kämpft und dafür einsteht und immer wieder zurückgeworfen wird, eben inhaftiert wird. Viele haben schon das Land verlassen, sind geflohen. Es sind immer noch welche da, die jetzt auch am 15. August, also ein Jahr später, auch wieder auf die Straßen gegangen sind, die jetzt wieder in Solidarität mit den iranischen Frauen auf die Straßen gehen. Und da stehen wir im Kontakt und da versuchen wir, weil es gibt natürlich nicht nur in Afghanistan unterdrückte Frauen und unterdrückte und Frauenrechte, die nicht eingehalten werden, sondern auch in anderen Regimen dieser Welt. Und da haben wir auch Kontakte. Also zum Beispiel im Irak haben wir eine sehr, sehr lange Arbeit, die wir da unterstützen von einem feministischen Netzwerk, was im Widerstand eben versucht, andere Frauen aufzuklären und den Alltag zu meistern in so einer Lage, in der man unterdrückt wird. Und wir versuchen halt digital dazu beizutragen, also praktischen Erfahrungsaustausch zwischen uns bekannten Gruppen in anderen Kontexten dieser Welt und den afghanischen Frauen und eben auch Männer, weil es ist tatsächlich so, dass genau dieses feministische Netzwerk immer sagt, wir können unsere Arbeit gar nicht ohne Männer machen. Wer geht denn dorthin und holt vielleicht Geld ab? Wer geht denn dorthin und versucht zu fragen, ob man das oder das nutzen kann, vielleicht als Räumlichkeiten? Das gibt sehr, sehr viele feministische Männer, die für die Frauen einstehen und mit ihnen zusammen auf die Straße gehen und das unterstützen. Das fand ich jetzt auch nochmal wichtig, das zu sagen. Ja, und im Großen, den Schlawassel, den haben wir jetzt. Und dass das alles widersprüchliche Forderungen sind, die in sich widersprüchlich sind, da können wir jetzt vielleicht als Nichtregierungsorganisationen auch nichts dafür. Also, dass man eben auf der einen Seite Druck auf die Taliban ausüben muss, um Rechte einzuhalten, Druck auf die Taliban ausüben, und auf der anderen Seite humanitäre Hilfe und die Gelder zu vergrößern, die ins Land gehen, um halt humanitäre Hilfe und diese Ernährungskrise zu lösen. Das sind natürlich zwei entgegenstehende Forderungen, die zumindest an uns, an unsere Organisation herangetragen werden von verschiedenen Organisationen. Die stehen gegeneinander und das können wir als die wir hier sitzen nicht lösen, aber das müssen eben diejenigen lösen, die eben uns in diesem Schlamassel hinterlassen haben und die Verantwortung dafür tragen. Und dann gibt es noch Forderungen eben von Organisationen, die besagte in Kanada, die sagt, es gibt Organisationen, die unabhängig sind von den Taliban, die Kontakte ins Land haben, dass man sie unterstützt, dass praktisch darüber halt ein Widerstand unterstützt werden kann. Es gibt die Forderung, vielleicht auch sogenannte Fact-Finding-Missions zu organisieren. Das könnte man auf UN-Ebene organisieren und versuchen. Es steht halt alles und fällt mit einem Interesse unserer eigenen Bundesregierung und ehemaligen Staaten, die halt die NATO-Intervention dabei waren, sich wirklich darum zu kümmern und mit den Afghanen halt auch ins Gespräch zu kommen und eine Lösung zu finden. Und viele Ideen. Herr Hansen, mögen Sie auch noch was sagen? Ja, also es wurde ja schon viel gesagt, da bleibt eigentlich gar nicht mehr viel. Also wenn ich so in den Gesprächen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in Afghanistan sehe ich, dass auf der einen Seite die Organisationen, die im humanitären Bereich tätig sind, dass die häufig schon sehr gut ausgestattet sind mit finanziellen Mitteln. Die Organisationen, die
darüber hinausgehend arbeiten und Themen bearbeiten wie Partizipation, Gleichstellung der Geschlechter, die sind wirklich, denen geht das Geld zum Teil aus. Also es gibt Organisationen, ich kenne drei Organisationen, die im Bereich Zugang zu Justiz arbeiten, die bis Ende des Jahres zumachen werden müssen, weil keine internationalen Gelder mehr da reinkommen. Also das ist auf jeden Fall ein Problem und da sollte man verstärkt hingucken. Ich habe das Gefühl, dass das teilweise auch wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt, aber das kann auch dauern, bis da, denke ich, Gelder dann wieder fließen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass lokale Initiativen, wie das schon gesagt wurde, unterstützt werden. Und das sind auch Initiativen, wo auch im Moment kein Fokus im Funding liegt, weil das nicht im humanitären Bereich ist. Ich denke, es ist aber auch wichtig, dass die Räume, die bestehen, und das sind zum Beispiel Bereiche wie berufliche Qualifizierung für Frauen, dass die weiter ausgenutzt werden, wo möglich, dass Einkommensmöglichkeiten für Frauen, wo das noch möglich ist, geschaffen werden. Und es gibt diese Räume in verschiedenen Provinzen, gerade auch in traditionellen Berufen, und dass das nicht wegfällt. Dass Bildungsmöglichkeiten geschaffen werden, wo das möglich ist. Es gibt da so verschiedene Initiativen, auch mit Online-Unterricht für Mädchen. Das sind, glaube ich, Bereiche, wo man auch verstärkt reingucken muss und was man nicht unversucht lassen darf. Frau Nabil, ich würde gerne etwas kurz sagen, so konkret zu die, wie kann man so die Frauen in Afghanistan Unterstützung geben oder können. Wir müssen auch so daran denken und ich würde auch so bitten von den Organisationen, die aktiv sind und wollen, das zu machen, weil es gibt auch so Region zu Region so unterschiedlich die Frauen und wie kann man die unterstützen. Und was es für mich nicht schön ist, gerade so viele Organisationen wollen die Frauen in diesem Sinne so helfen, die so wieder in diesem Handarbeit, ja, es ist eine Möglichkeit, aber stellen Sie sich vor, wie schwierig ist eine Frau, die ganzes ihr Leben oder letzte 20 Jahre, wir haben auch diese Rechte nicht umsonst bekommen. So, jeder von uns hat erst von unserer Häuser so angefangen, so mit unseren Vätern oder Brüdern zu kämpfen und dann in die Gesellschaft und dann so, ja, in die ganze Gesellschaft. Das heißt zwar nicht umsonst. Und jetzt eine Frau, die 10 Jahre, 15 Jahre, 5 Jahre so ganz aktiv, frei in Gesellschaft sich beteiligt und arbeitet und jetzt wieder sie so in dem Haus bringen, in einem Vierwandhaus bringen und so händische Arbeit zu bieten, ist auch nicht fair. So. Und wir bringen auch nicht eine große Änderung, sondern wir unterstützen dieses Prozess und auch dieses Situation, das nicht so schön ist und das ist gegen ihren Wille. Ja. So, aus diesem Grund ist es auch so wichtig, wenn wir so Projekte, ich habe gerade so, weil ich in viele Veranstaltungen bin, ich bekomme und höre, dass viele unserer Freunde wollen so Leute unterstützen, speziell Afghanen, Frauen, aber so Unterstützung ist nicht für lange Zeit gut, so, sondern wir bringen wieder eine Frau in ihre traditionelle Rolle, dass sie schon 20 Jahre dafür gekämpft hat, von dieser Rolle so rauszukommen. Hm. Und jetzt kommt das wieder in diese Rolle. Okay. Das ist auch etwas sehr, sehr wichtig, dass die Leute, die Projekte machen in Afghanistan, auch darauf so denken. Und was ich auch gerade so denke, als Herr Hens ist auch hier, ich habe gerade bekommen, es gibt viele Leute, die Hilfskräfte, die immer noch in Afghanistan sind, unter Gefahr. Und neulich, Sie haben 200, wenn ich das nicht falsch sage, Sie können mich korrigieren, 200 neue Angestellte in Afghanistan gestellt. Wie kommt das so? Es gibt Leute, die immer noch in Gefahr sind und die sind nicht raus von diesem Gefahr. Und jetzt, Sie haben noch 200 Leute so dargestellt. So, mit welcher Logik so? Ja, das wollte ich auch sagen. Also ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch Raum haben. Es ist richtig schön, dass dieses Projekt gemacht wird, aber wir müssen auch denken, okay, was ist die Outcome von dieses Projekt oder dieser Arbeit? So. Herr Hansen, möchten Sie das kommentieren? Dass wir nicht aus gutem Willen etwas schlechtes Ergebnis kommen, das ist auch schon wichtig. Also ich habe auch letztens gehört, dass immer noch GIZ-Leute irgendwie feststecken und sich verstecken. Und dann habe ich zeitgleich diese Meldung gesehen, dass 200 neue Mitarbeiter angestellt wurden. Das hat mich ehrlich gesagt auch irritiert, weil ich stehe auch mit Ortskräften in Kontakt, die immer noch dort sind, nicht mal in Pakistan sind. Und dann hört man irgendwie, dass neue Ortskräfte
da engagiert wurden. Ja. Also ich kann die Zahlen so nicht bestätigen. Ich kann nur für mein Projekt sprechen. In meinem Projekt sind Kolleginnen und Kollegen angestellt, die sich dagegen entschieden haben, das Land zu verlassen und nicht das Land verlassen möchten, sondern vor Ort bleiben möchten und weiter dort arbeiten möchten. Grundsätzlich ist das natürlich auch eine politische Entscheidung. Wenn man Projekte umsetzen möchte, dann vor Ort, dann geht das auch nur mit Personal vor Ort. Ich bin aber, das ist ein anderer Bereich auch. Also wenn Sie da mehr Informationen möchten, schreiben Sie gerne an die GEZ. Und zu dem Punkt, den Frau Nabil gebracht hat. Sie haben ja eben vorgeschlagen, dass man durchaus erstmal auch in die traditionelleren Berufe vielleicht die Frauen reinbringen kann. Was würden Sie Frau Nabil erwidern auf Ihre flammende Rede eben? Naja, also ich denke, es ist schon wichtig auch, also ich würde jetzt niemanden überreden wollen, irgendeinen anderen Beruf zu ergreifen, aber dass man die Möglichkeiten, die bestehen, auch nutzt und die Möglichkeiten offen stellt. Also wir sehen, dass wir zum Beispiel im Bereich der beruflichen Bildung Kurse anbieten, nur dort, wo auch Frauen an Kursen teilnehmen dürfen. Und das wird wahrgenommen und wir haben da sehr großen Zuspruch. Ich meine, müsste ich leider auf die Kolleginnen und Kollegen des Projektes für die berufliche Bildung verweisen. Aber es ist, ich meine, es gibt ja auch Berufe, die, wo wir dringend weiblichen Nachwuchs in Afghanistan brauchen, sei es Lehrerinnen, Ärztinnen. Und das sind auch Bereiche, denke ich, die, wo es durchaus wichtig ist, dass dort weiter berufliche Bildung betrieben wird. Okay, ich muss ganz kurz jetzt was sagen, okay. Vor das Trinken. In diesem Punkt, ich habe gerade Informationen von Afghanistan, von UN. UN Women haben so viele Projekte, die speziell gerade für die Situation von Frauen gerichtet sind, aber sie können das nicht realisieren, weil die Taliban überhaupt das nicht zulassen will. Auch nicht, dass zum Beispiel, es gibt ein Projekt, dass sie wollen die Ebamen so ausbilden. Sie haben das nicht, obwohl das ein sehr, sehr weiblicher Beruf ist, sie haben trotzdem das nicht zugelassen. Und das ist die Wahrheit so. Auch nicht dieses ist nicht von Taliban erlaubt und zugelassen. Ja, Frau Bitterlich. Ich wollte auch noch was zu dem Thema sagen. Also es gibt auch die Forderung von Afghaninnen, mit denen ich zu tun habe, die sagen, wir können auch Stipendien versuchen, im Ausland etwas leichter zugänglich zu machen für Afghaninnen. Da wird immer noch das Problem sein, praktisch, dass sie die Freiheit haben, die Bewegungsfreiheit tatsächlich zum Flugzeug zu gehen und wirklich auch abzufliegen. Es muss natürlich ein menschlicher Begleiter dabei sein. Aber das ist natürlich mittelfristig oder langfristig gesehen auch ein sehr wichtiger Zug. Und da muss man wieder ein bisschen die Hürden verringern. Was bedeutet eigentlich Flucht? Also eigentlich müssten sehr, sehr viele Frauen und weiblich gelesene Menschen aus Afghanistan einfach fliehen und sie können nicht fliehen. Das heißt, man muss vielleicht andere Wege finden und eventuell ist ein Stipendienangebot und vielleicht eine niederschwellige Möglichkeit, hierher zu kommen, auch eine Möglichkeit. Das sind zumindest Forderungen, die ich auch habe. Und langfristig wird dann immer gesagt, naja gut, dann ist es ja Brain Drain, dann gehen die alle weg. Ja klar, aber also ich weiß nicht, die, mit denen ich spreche, die wollen alle zurück. Natürlich will man zurück, aber ich meine, wenn man dort nicht leben kann und wenn man im Endeffekt am Verhungern ist, muss man auch die Möglichkeit haben, das ist unser Menschenrecht, die Bewegungsfreiheit hat, das Land zu verlassen. Und sobald es möglich ist, praktisch dazu beizutragen, also Afghanistan nach der politischen Lösung in irgendeiner Weise wieder aufzubauen, werden sie sofort zurückgehen. Und dann hat man Akademiker und akademisch ausgebildete junge Frauen, die das tun können. Also das finde ich zumindest auch sonst etwas zynisch zu sagen, ja, dann gehen ja alle weg. Also das finde ich schwierig, aber... Okay. Jetzt würde ich ganz gerne das Podium öffnen. Gibt es noch etwas, was einer von Ihnen jetzt gerade sofort noch unbedingt sagen will? Ich hatte das Gefühl, Herr Ferros, Sie zucken und Frau Nabil auch. Ich zucke die ganze Zeit. nee, also es gibt halt wirklich viele Punkte, die auch, wenn man dann den anderen zuhört, also Zusätze, die halt dann gut dazu passen. Also ich glaube zum Beispiel, was Frau Nabil auch gut vorhin meinte, ist einfach, ja, ist gut, dass es diese traditionellen Berufe gibt, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, meine Cousine studiert und will Ärztin werden, die kann jetzt nicht irgendwie auf einmal Teppiche flechten. Das ist so das Ganze heruntergebrochen. Und das mit der Reisefreiheit und so, da ist es auch so, also zum Beispiel am Kabuler Flughafen, der hat sich übrigens auch verändert. Also das habe ich vorhin vielleicht nicht so beschrieben.
Aber sie sehen nicht nur das alte Flughafenpersonal, das noch dort ist, sondern sie sehen auch die Taliban, die jetzt nicht nur als Sicherheitskräfte fungieren und dort auf und ab gehen, sondern die sitzen auch hinter den Schaltern. Und die werden neu eingelernt und so. Und auch als ich zum Beispiel, also bei der Einreise fiel mir das nicht so auf, aber bei der Abreise zeigst du dann deinen Pass und dein Ticket. Also du siehst, das ist ein Talib und die kleiden sich auch bewusst anders, sodass du halt weißt, okay, das ist so der alte Typ, der hier früher gearbeitet hat und immer noch da ist und das ist halt der neue. Und also man sieht schon, dass die auch, die sind nicht zum Spaß da, sondern die wollen natürlich Kontrolle ausüben und die Bewegungsfreiheit auch einschränken. Natürlich haben die zu mir nichts gesagt, aber mich hat es dann interessiert, wie das jetzt ist. Ich habe mich dann bewusst, man muss halt auch aufpassen, wenn man da am Flughafen auf einmal irgendwas macht. Aber ich habe dann geschaut, also ich habe fast keine Frauen gesehen und wenn, dann nur ausländische Frauen oder afghanische Frauen mit der Familie. Und das ist schon ein Problem. Es gab dann auch dieses Dekret, dass Frauen ohne Mahram, ohne männliche Begleitung nicht abreisen dürfen. Ich habe dann danach ein bisschen rumgefragt, ob jemand so eine Erfahrung gemacht hat. Es hieß dann irgendwie von einigen Betroffenen, die zu der Zeit abgeflogen sind, dass sie darauf nicht angesprochen wurden, weil sich halt auch das Flughafenpersonal, das alte Flughafenpersonal, das noch dort ist, sich nicht daran hält. Aber das kann halt ganz schnell kippen. Also ich kann Ihnen gerade jetzt auch nicht sagen, wie das jetzt ist zum Beispiel. Frau Nabil, Sie nochmal, bitte. Letzter Punkt vielleicht, ja. So die Unterstützung von Frauen. Frauen ist auch unterschiedlich. Zum Region zu Region, zu Frau ist es unterschiedlich, was sie brauchen als Unterstützung. Aber es gibt auch ein großes, eine Gruppe von Frauen, die immer noch im Land sind und die stehen in großer Gefahr. Und sie müssen aber trotzdem leider durch diese Bürokratie gehen, dass sie mindestens ihren Leben so, wie sagt man, retten können und das Land so verlassen. Das ist auch so total ein dummes und schreckliches Idee, so, wenn jemand in Hochgefahr ist und trotzdem muss man zum Pakistan Embassy gehen und für ein Visum beantragen und bis manchmal auch so viele so abgelehnt würde. Ich habe gerade von einer, wir werden sie evakuieren in Pakistan und sie hat mindestens das bekommen, aber ihre Familie nicht. So, das ist auch so ein Social, wir müssen auch so einen Weg mindestens für die Leute so denken, die so richtig Hochgefahr sind, so dieses Reise so ein bisschen erleichtern und so mindestens, weil es ist total absurd, so ein Mensch, das Leben ist in Gefahr und muss so alle dieses Bürokratie machen. Ja, es gibt auch diese Gruppe von Frauen, die sie brauchen diese Unterstützung. Ja. Ja, und ein großer Teil, 4 Millionen Mädchen, sie wollen zur Schule gehen. So, es ist genug, es ist 4 Millionen, es ist ein großes Teil, so. Vielen Dank, ich lasse es jetzt so stehen und wir müssen leider wirklich zum Ende kommen. Vielen, vielen Dank an die Veranstalter, dass wir hier sein durften. Ich finde, das war eine sehr spannende Diskussion und wir haben von unseren Podiumsteilnehmern ziemlich erhellende Einblicke bekommen. Ihnen möchte ich deswegen ganz besonders danken und Ihnen sage ich, kommen Sie gut nach Hause. Schön, dass Sie da waren. Applaus